Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute reden wir über Black Christmas aus dem Jahre 2006. Das ist ein Remake von John Carpenters Original Black Christmas aus dem Jahre, ich glaube 1977, also irgendwas mit den 70ern auf jeden Fall. Irgendwas um die 70er rum, Mitte der 70er, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, Freunde, geht es heute um Black Christmas aus dem Jahre 2006 und ich weiß gar nicht, von wem der genau ist, ist aber jetzt auch egal. Wir kommen direkt mal zur Story. Billy ist ein kleiner Junge, wie heißen die in den Weihnachtshorrorfilmen alle Billy? Im Stille Nacht, Horrornacht hieß er auch Billy. Egal, also das mal außer Acht gelassen. Billy ist ein kleiner Junge und wird nicht so wirklich gut von seinen Eltern behandelt, weshalb er dann eines Tages durchdreht an Weihnachten und aus seinen Eltern Weihnachtsplätzchen macht. So kann man es, denke ich, ganz gut beschreiben. Also der sticht dann irgendwie wirklich Weihnachtsplätzchen aus deren Haut aus. Schaut euch das am besten mal selbst an. Ja, auf jeden Fall wird er dann natürlich in eine Psychiatrie eingewiesen. Da ist auch noch seine Schwester, kommt dann in ein Waisenhaus, aber die ist auch gleichzeitig seine Tochter, weshalb das ziemlich krass jetzt schon wieder ist und sehr verwirrend, deshalb schaut euch den Film an. Und auf jeden Fall kommt er dann in ein Sanatorium und bricht dann natürlich an Heiligabend aus. Ich glaube, es war Heiligabend. Ja, und dann macht er sich natürlich gleich auf die Suche nach potenziellen Opfern und die findet er natürlich in seinem ehemaligen Haus. Dort ist nämlich jetzt eine Studentenverbindung untergebracht, die nur aus Mädchen besteht, also eine Schwesterverbindung, ich glaube, so sagt man das. Ja, auf jeden Fall sucht er dann diese Studentenverbindung heim an Weihnachten und terrorisiert die dann zunächst mal mit furchtbaren Anrufen und dann taucht natürlich auch noch der Freund des einen Mädchens auf und der ist dann auch in diesem Haus drin und natürlich noch die Mutter, also die Hausmutter. Und auf jeden Fall terrorisiert Billy dann natürlich die Insassen des Hauses mit Anrufen und dann natürlich auch mit dem einen und anderen erschreckenden Kill. Und auf seinem Weg dorthin und natürlich auch dort hinterlässt Billy eine blutige Spur. Black Christmas ist wirklich ein cooler Weihnachtslasher, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ich würde einfach mal sagen, wir kommen direkt mal zum Gewaltgrad. Was soll ich hier großartig sagen? Der Film ist hart. Also der Film ist wirklich hart. Also hier muss ich echt sagen, ich habe jetzt gestern erfahren, in meinen Kommentaren unter dem Unboxing-Video, welches ich jetzt gestern hochgeladen habe, dass das hier die R-Rated-Fassung ist. Es gibt also noch eine Unrated, die ich mir echt mal irgendwann besorgen muss. Und dann schaue ich mir die auch mal an. Bin mal gespannt, wie die so ist. Also der hier war schon mal ziemlich hart. Also hier muss ich echt sagen, boah, also an der einen oder anderen Stelle, nicht ohne, wirklich. Für eine FSK 18 ist der schon ziemlich explizit. Am Anfang habe ich noch gedacht, ja, okay, geht schon mal krass los. Aber ja, wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr krasser. Aber doch, also gegen Ende hin gibt es wirklich den einen oder anderen ziemlich harten, extremen Kill. Unser Billy hier, ja, der ist schon ordentlich dabei, hier rumzuschnetzeln. Und also ist schon sehr explizit, was hier zum Teil gezeigt wird. Also es ist, die Kamera hält schon wirklich voll drauf und man sieht auf jeden Fall auch ziemlich viel. Vom Gewaltgrad her jetzt nicht überhoch, also jetzt nicht so wie bei, keine Ahnung, bei einem extrem harten Slasher oder so. Aber ich muss echt sagen, vom Gewaltgrad her ziemlich explizit, gut gemachte Effekte und wirklich hoch. Und ich denke, hier kann man als Slasher-Fan auf jeden Fall viel Spaß mit haben. Jo, dann würde ich einfach mal sagen, wir kommen direkt zur Rezension, zu meiner Meinung, zu meiner Bewertung, zu Black Christmas. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt ja zum zweiten Mal gesehen. Und also der Film ist wirklich gut gemacht. Also für einen Weihnachtsslasher hat der echt eine richtig schöne schön mal im Anführungszeichen, aber eine richtig gute Weihnachtsatmosphäre. Wir haben hier eine tolle Weihnachtsstimmung. Das Ganze hier ist eine schöne Location auf jeden Fall. Dann natürlich auch in dieser Studentenverbindung
Gerade das ganze Geschmückte, der Weihnachtsbaum mit den Geschenken drunter und dies, das halt. Die haben halt wirklich schön geschmückt und das Ganze ist echt eine coole Weihnachtsstimmung, ruft das Ganze hervor und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß an Weihnachten, würde ich einfach mal behaupten. Ja, auch von den ganzen Charakteren her, ja, es gibt natürlich wieder die ja, expliziten oder typischen Slasher-Charaktere, gibt es eigentlich hier gar nicht. Aber ja, wir haben natürlich hier wieder den, zum Beispiel den Freund von dem einen Mädchen, von dem man gar nicht so richtig weiß, welche Rolle der jetzt eigentlich spielt. Aber ich muss hier wirklich sagen, im Großen und Ganzen sind die Charaktere wirklich gut und sind auch sehr gut verkörpert von den Schauspielern. Also die machen das wirklich super, ihren Job hier. Unser Billy hier, der ist auch sehr glaubwürdig, ordentlich brutal, wie gesagt, geht er vor und das Ganze wirkt auf jeden Fall gut auf den Zuschauer. Ja, wie gesagt, eine schöne Weihnachtsstimmung ruft der Film hier hervor, was natürlich sehr toll ist bei einem Weihnachtsslasher, wenn er dann auch eine Weihnachtsstimmung hervorruft und das macht der Film hier wirklich sehr gut. Dann kommen wir noch zu einem großen Punkt, nämlich der Atmosphäre und die wird hier wirklich groß geschrieben in diesem Film. Also ich muss echt sagen, von der Atmosphäre her ist der Film wirklich richtig gut. Ja, es geht natürlich schon los, wenn unser Billy dann am Anfang hier ausbricht. Das Ganze wird wirklich sehr gut eingefangen. Dann wird die Hintergrundgeschichte so während dem Film erzählt. Die wird nicht am Anfang erzählt, sondern während des Films. Und das ist wirklich cool gemacht. Die ganze Atmosphäre baut sich richtig gut auf, weil unser Billy hier zwischendrin immer mal wieder anruft. Und das ist, kommt wirklich sehr gruselig rüber. Das hat so ein bisschen was von Scream und das merkt ihr, wenn ihr euch den Film anschaut. Das ja, hat einfach was. Ich weiß nicht, wie es im Original damals war, aber das hat einfach was. Wenn der Killer hier anruft und dann die Leute so ein bisschen terrorisiert, das sorgt für eine ziemlich gute Atmosphäre und die wird hier wirklich groß geschrieben. Das Ganze verbunden mit einer wirklich coolen Weihnachtslocation, würde ich jetzt einfach mal sagen. Auch echt guten Schauspielern. Also die Atmosphäre baut sich, wie gesagt, super auf. Und ja, dann schockiert der Film natürlich mit dem einen oder anderen wirklich brutalen Kill und wir merken gleich, in welche Richtung das Ganze hier eben geht. Und ja, ich muss echt am Ende sagen, schöner Film, wirklich gut gemacht, der Effekte und natürlich auch wirklich eine super Atmosphäre, was ich deinem Horror-Slasher immer ganz wichtig finde, dass er eben nicht nur mit brutalen Kills daherkommt, sondern auch mit einer guten Atmosphäre. Und das macht Black Christmas auf jeden Fall richtig. Ein guter Mix aus beidem und das macht ihn dann letztendlich auf jeden Fall zu einem wirklich gut gelungenen Slasher-Film, den ich euch auf jeden Fall nur empfehlen kann, wenn ihr auf atmosphärische Slasher steht. Wie gesagt, auch Splatter-Fans kommen hier ja zumindest teilweise auf ihre Kosten. Oder was heißt teilweise? Also wir haben ja schon ein paar Kills am Start, Freunde. So, dann war es das auch schon wieder mit meiner Review zu Black Christmas. Ich gebe eine ganz klare Empfehlung raus an dieser Stelle. Schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Wie gesagt, das hier ist die R-Rated-Fassung. Wenn ihr die unrated wollt, dann, ich glaube, da gibt es nur ein Bootleg. Ja, mal schauen, Freunde. Vielleicht auf einer Börse irgendwann mal. Ja, dann war es das auf jeden Fall wieder mit dem heutigen Video. Wie gesagt, eine ganz klare Empfehlung geht an den Film hier raus und natürlich auch an das Steelbook. Und jo, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut, Freunde. Haut rein, euer Moviepyro 911. Schreibt mir eure Meinung zum Film sehr gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao! Ethan, Ethan.